Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin bereits gesagt, auch Sie, meine Damen und Herren von der Union, auch Sie müssen sich in diesem Zusammenhang unangenehme Fragen stellen lassen. Sie müssen den Menschen in Niedersachsen erklären, unter welchen genauen Umständen der Fraktionswechsel von Frau Twesten zustande gekommen ist. Wann haben Sie erstmals über einen Fraktionswechsel gesprochen und wer hat diese konkreten Gespräche mit Frau Twesten geführt? Und was die Menschen in Niedersachsen am allermeisten interessiert, was für ein Preis wurde gezahlt? Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin bereits gesagt, auch Sie, meine Damen und Herren von der Union, auch Sie müssen sich in diesem Zusammenhang unangenehme Fragen stellen lassen. Sie müssen den Menschen in Niedersachsen erklären, unter welchen genauen Umständen der Fraktionswechsel von Frau Twesten zustande gekommen ist. Wann haben Sie erstmals über einen Fraktionswechsel gesprochen und wer hat diese konkreten Gespräche mit Frau Twesten geführt? Und was die Menschen in Niedersachsen am allermeisten interessiert, was für ein Preis wurde gezahlt?